Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge geht es mal wieder um DaVinci Resolve 17 und zwar ums Color Grading und wie man da seine Grundeinstellungen einfach auf mehrere Clips kopieren kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ich befinde mich hier in DaVinci Resolve 17, habe hier meine Videos fertig geschnitten und habe hier schon mal in der Color Tab hier auf diesem Video drei Notes hier so angelegt. Und zum einen den Kontrast, eine Helligkeit und den Look. Wieso ich das so gemacht habe? Nun ganz einfach, ich kann hier den Kontrast einzeln verändern, die Helligkeit einzeln verändern und den Look. Und nun möchte ich das auf die anderen drei Clips hier rüber kopieren. Nun, wie mache ich das? Oder wie geht das am schnellsten? Am einfachsten ist es, ihr markiert hier eure Clips, geht dann hier oben bei Color auf Memories und sagt dann hier Save Memory A oder Save Memory B. Ich mache jetzt das hier in Save Memory B mal. Dann geht ihr hier auf den nächsten Clip und sagt hier Color Memories Load Memory B. Und schon habt ihr hier genau die gleichen drei Notes hier drin. Notes sind übrigens so etwas wie bei Photoshop eben. Und ich habe jetzt hier meinen Kontrast. Ich kann jetzt hier den Kontrast einzeln für diesen Clip verstellen, die Helligkeit einzeln verstellen und hier meinen Look einzeln anpassen. Den Look lasse ich meistens so sein. Ich passe hier nur diese beiden Sachen an, damit ich hier Kontrast und Helligkeit anpassen kann. Wie kann ich es auch noch machen? Ich gehe mal hier auf diesen Clip, auf den dritten Clip und gehe hier oben auf Color und dann kann ich hier sagen, ich will das vom vorhergehenden Clip anpassen. Apply Grade from one clip prior, das heißt vom Clip vorher. Das wäre jetzt hier in meinem Fall diesen zweiten Clip. Klick hier drauf und schwupp, schon habe ich auch auf diesem Clip hier diese vorher hier auf diesem zweiten Clip mal eingestellten Notes drauf. Beim Clip 1 mache ich das nochmals wie beim ersten Mal. Ich habe hier nur meinen Grundclip, diese Note, die ich von Anfang an hier drauf habe. Gehe wieder hier auf Color und sage hier Memories Load Memory A. Hier habe ich das auch schon mal gespeichert. Auch hier sind dann automatisch diese drei Notes drauf, die ich dann jetzt noch in 1 und 2 einzeln individuell auf den Clip anpassen kann. Ich schaue mir das hier nochmals an im Abspielfenster und spiele das mal hier ab. Und hier, ja, das gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Die Clips sind alle ziemlich genau gleich, bis auf diesen hier. Der habe ich das Gefühl, dass der ein wenig zu wenig hier im Look ein bisschen mehr noch vertragen könnte. Ich klicke hier diese Note an und ja, spiele hier noch ein wenig rum. Etwa so. Das Blau noch ein wenig nach oben, hier den Blaukanal noch ein wenig nach oben und hier auch noch so. Und dann sehe ich hier auch schon, dass jetzt diese drei oder vier Vorschaubilder ziemlich ähnlich aussehen hier in meiner Vorschau. Wenn ich nochmals auf die Timeline gehe und das hier abspiele, dann sehe ich hier, ja, der Himmel hier ist mir noch ein wenig zu hell. Auch das kann ich dann in der Note von diesem hier in der Helligkeit, kann ich das hier korrigieren. Ich wechsle hier rüber auf die Farbräder hier und habe hier kann hier das hier ein wenig nach unten drehen im Detail, Mittel und Detail. Und wir sehen schon, dass der Himmel jetzt langsam ein wenig dunkler wird. Kontrast kann ich hier auch ein wenig
und weniger nach unten drehen, so. Ja, in etwa so. So gefällt es mir. Schauen wir das Ganze nochmals an. Ja, hier ist der Himmel jetzt. Hier ist er dunkel, hier ist er hell. Hier ist er auch dunkel und hier ist sowieso das Ganze dunkel. Ich glaube, so in etwa würde das passen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Videotutorial zum Anpassen von Clips ganz einfach mit sogenannten Notes auf mehrere Clips zu kopieren, gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns garantiert wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!